Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Der Podcast für den deutschsprachigen Raum, der sich erfolgreiche Menschen anschaut und sich dann genau überlegt, wie die dorthin gekommen sind. Und ich sage, ich habe endlich eine richtig erfolgreiche Frau hier vor mir sitzen. Diejenigen, die es bei YouTube sehen, müsst ihr auf jeden Fall anmachen. Aber die meisten werden sie sogar kennen. Ich gucke ja so gut wie gar kein Fernsehen. Aber es gibt eine Sendung, die habe ich gerne geguckt und das, ich verwechsel, meine Kinder sagen immer, es heißt König der Löwen, aber es heißt Nein. Ja Höhle der Löwen. Genau, und hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation von Linke Steiner. Sie ist Jahrgang 1985, bekannt aus der Vox-Gründershow Die Höhle der Löwen und ist seit 2010 erfolgreiche geschäftsführende Gesellschafterin der, jetzt müsste ich wieder wissen, ob man das wuppertalerisch ausspricht, also WPAC oder WPAC. Wie sagt man's? Nee, wir schon reden, wir nehmen Wuppertaler. Okay, also WPAC GmbH in Bremen. Das Unternehmen hat sich auf Verpackungskonzepte für die Industrie- und Lebensmittelbranche spezialisiert. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört im Fernsehen, da hat sie das erzählt. Sie gehört zu den bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands. Zudem ist sie Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten in der bremerischen Bürgerschaft und Mitglied des Bundesvorstands der Freien Demokraten. Reden wir auch das erste Mal in diesem Podcast ein bisschen über Politik. Und von 2012 bis 2015 war sie Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbandes Die Jungen Unternehmer. Meine Herren, all das in den Jahren, gibt's ja gar nicht. Die Bremerin bekam 2013 den Hansepreis Deutschland für gesellschaftspolitisches Engagement und ihren Einsatz für Generationsgerechtigkeit. Ich bin noch nicht fertig, du musst noch kurz aushalten. Das Kapitalmagazin kürte sie bereits zum vierten Mal zur jungen Elite, die Top 40 unter 40. Ich war jetzt in der Jolie als Empfehlung für Frauen, als Bücher. Das ist ja fast wie Kapital, ne? Kennst du die Zeitung? Du passt auch besser rein, weißt du, mit deinem Aussehen. Da würde ich dir auch sofort empfehlen. Ich werde lieber in der Kapital. Du könntest auch nach Cosmopolitan als Titelmagazin vorne drauf aufs Cover. Ja, du siehst mich auch jetzt mit der gemachten Haar. Ich bin noch nicht fertig. Sie engagiert sich als Young Leader of Tomorrow bei Symposien der Universität St. Gallen, direkt in der Schweiz. Ich habe es geschafft zur Steinbeiß Hochschule Berlin. Das sind die Unterschiede. Weißt sehr du? Geil. Ist regelmäßig. Ja, guck mal, da können wir noch streben nach Davos. Ja, genau. Das ist schön günstig, ne? Aber wir können eigentlich aufhören, weil hier sind so viele Sachen noch. Sag mal, wenn du so deine eigene Anmoderation hörst, wenn du irgendwo reinkommst, kriegst du das noch in den Kopf? Ist es so, krass, bin ich das? Oder ist es so, ist ja normal, ich habe das ja jetzt alles gewuppt? Ehrlich gesagt habe ich noch nie gehabt, dass einer das Ding vorgelesen hat. Du bist der Erste, original. Ich weiß nur eins, ich finde halt irgendwie das Leben extrem cool und ich freue mich immer, wenn ich dann so, jedes Mal, wenn du irgendwas davon sagst, kommt irgendeine geile Erinnerung hoch, wo ich sage, hey, das war cool an dem Tag, das war cool in dem Kontext und dann freut man sich, wobei manchmal, wenn man so überlegt, hey, wir sind recht jung, 33 jetzt gerade, was machen andere in unserem Alter? Es gibt immer welche, die machen viel, viel mehr und es gibt eben andere, die machen viel weniger. Ja. Und ich sage mal so, ist wie es ist. Und ich finde es ganz witzig. Wenn du mal nach Hause kommst, Familie sagt, ach, wir sind ganz zufrieden mit dir, Linke, ist okay? Oder wirst du so familiär gefeiert? Wie kann ich mir das vorstellen? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich komme aus so einem klassisch, konservativ, patriarchalisch geführten Haushalt. Ja? So richtig urhanseatisch. Und da gibt's Zuckerbrot und Peitsche und die Peitsche überwiegt. Da sorgt schon die Familie für, dass du auch niemals den Boden unter den Füßen verlierst. Okay, habt ihr auch so... Das ist übrigens auch ganz gut so, muss ich dir sagen. Also okay. Habt ihr auch so einen heißen Stuhl, wo dann immer einer draufkommt in der Familie und dann gibt's knallhartes Feedback? Gibt's sowas bei euch auch? Naja, das Ding ist ja, wenn du Politik machst, dann hast du quasi verloren. Warum? Denn alle wissen besser, wie es besser geht. Jeder will dir sagen, was du unbedingt noch machen musst. Und das ist so das Typische, wenn du Politiker bist. Und das wird in der Familie auch nicht besser. Mhm. Und sonst, wir arbeiten ja nun auch noch zusammen in der Firma und du hast einfach dauerhaft diese familiären und unternehmerischen Themen gemischt. Okay. Und mich hat mal ein Journalist im Zuge von mein Vater hat einen Journalist mal gefragt, sagte, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich stolz auf Ihre Tochter? Und da sagte er nur, ja, was soll ich jetzt sagen? Die sitzt doch hier, was erwarten Sie denn jetzt von mir? Und dann hat er rausgeschmissen.
Okay, also ich. Es ist bei uns in der Familie durchaus rustikal und gut. Okay, höre ich schon raus. Bist du denn eher Unternehmerin oder Politikerin oder ist es beides einfach immer da? Also jetzt gerade seit so einem Jahr bin ich eigentlich fast ausschließlich Politikerin, weil als Fraktionsvorsitzende schafft man es einfach nicht anders. Und meine Firma wird im Moment von meinem Bruder und meinem Vater nach wie vor geführt. Und ich bin zwar noch manchmal da, aber ich mache eigentlich im Moment nur noch Politik. Wir haben ja letztes Jahr die Bundestagswahl gehabt, wir haben nächstes Jahr wieder eine Wahl. Und da ist auch wichtig, das Team irgendwie ein bisschen zusammenzuhalten. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt darauf. Trotz allem muss ich sagen, die DNA des Unternehmers schlägt ja dann doch in einem und es ist drin. Und deswegen schwingt das immer mit und auch die Fraktion wird dementsprechend unternehmerisch geführt. Das ist ganz cool. Okay, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf. Ich möchte vorher gerne wissen, und das finden immer die Zuhörer hier in diesem Podcast am spannendsten, wie ist denn die Linke zu der Linke geworden, die sie jetzt ist mit Anfang, Mitte 30? Deshalb springen wir mal ganz zurück. Linke, kleines Mädchen, Kindergarten, Themen am Frühstückstisch bei euch zu Hause. Du hast ja schon gesagt, patriarchisch geführter Haushalt. Was sind deine allerersten Erinnerungen an dich? Die allerersten Erinnerungen. Ich bin aufgewachsen in einem Reihenhaus in Lilienthal, in so einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen, in der Nähe von Bremen. Und das war ganz schön, weil wir hatten ein Reihenhaus, wo links daneben meine ganzen Tanten und Onkel wieder mit ihren Kindern gewohnt haben. Und ich habe es geliebt dort, weil du immer in der wirklich auf der Straße spielen konntest. Wir waren nur draußen, wir haben nur Blödsinn gemacht, wir haben nur Klingelstreich, Nachbarn ärgern, alles, was dazugehört, das volle Programm. Und wir waren eigentlich viel unterwegs und hatten eine ganz, ganz tolle Freundschaft auch innerhalb der Familie. Und das waren so die ersten Schritte tatsächlich. Dann habe ich das Dreirad der Nachbarn geklaut, bin abgehauen. Dann musste Mamas Tennis-Community mich suchen und ich war halt weg, weil ich wollte damals schon Eis essen gehen, alleine war ich keine 3. Es war Das bedeutet also, du warst schon als kleines Mädchen diejenige, die gesagt hat, so, ich gehe jetzt mal meine eigenen Wege, ist zwar nicht mein Dreirad, aber ich gehe jetzt mal auf meine Füße und will das machen, was ich will. Warst du so eine kleine Rebellin oder warst du handzahm? Oh nee, ich war alles andere als handzahm. Ich war unkontrollierbar, habe viel Quatsch gebaut, habe in der Regel immer mit Jungs gespielt, hatte wenig Mädchenfreunde, sondern habe mich immer wohlgefühlt, wenn ich mich mit den Jungs raufen konnte und Blödsinn machen konnte. Und deswegen passt Rebell auf jeden Fall besser als Engel. Okay, und als als das System dann zugeschlagen hat, weil du eben auch Politikerin bist, finde ich das halt sehr, sehr spannend, weil du hast ja genau wie jeder von uns dann irgendwann Kindergarten und Grundschule gemacht. Wie war das für dich? Was jetzt? Naja, Kindergarten, Grundschule, der Kontakt zum System, weil zu Ach Hause so, meinst du? können wir erstmal tun, was wir wollen, oder zumindest mehr Freiheit als in der Schule. Und dann Das kommt stimmt. irgendwann Bio und Naturwissenschaft. Also bei mir war das ja nicht Naja, so toll. dann haben wir was gemeinsam. Also Grundschule, da bist du ja noch friedlich in der Regel, ne? Da macht man halt Blödsinn, aber das war's. Man kabbelt sich, man rauft sich, es gibt Ärger, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen, in der Grundschule hält sich's noch an Grenzen. Spannend wurde es tatsächlich dann auf den weiterführenden Schulen. Ich war im Gymnasium und auf Privatschule. Das war für mich eher schwierig. Das ging schon damit los, weißt du, alle mit hochgeklappten Kragen, damals Poloshirts. Und meine Eltern dann, ja, wenn ihr Poloshirts haben wollt, kriegst 50 Pfennig pro Woche Taschengeld. Da kannst du ja arbeiten gehen, dann kriegst du auch ein Poloshirt, kannst du selber kaufen. So, und das war die Nummer, wo ich auch tatsächlich gar nicht so gut damit klarkam. Also ich hatte meinen Freundeskreis immer außerhalb, hatte wenig innerhalb der Schule, habe viel, wie sagt man das denn? Schulvermeider nennt man es, glaube ich, offiziell. Du darfst ganz normal reden, also du hast geschwänzt. Ja, sicher. Frühstück bei Muttern war halt netter als da morgens irgendwie im Biounterricht. Also ich war nicht so viel da und es gab, also ich war eher so ein Kandidat, der auch gerne mal auf der Kippe stand. Und wenn ich dann gemerkt habe, ich war unheimlich viel feiern, viel Party machen und Schule war ein notwendiges Übel. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe auch aus der Schule nicht so viel mitgenommen. Also ich habe vieles erst hinterher gelernt und das System Schule mit Frontalbeschallung, vorne sitzen, zuhören,
hat mir jetzt nicht so viel gebracht tatsächlich. Ja, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil es gibt es ja 2018 immer noch, ne? Währenddessen wir dieses Interview hier aufnehmen. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie, meine Schwester ist Lehrerin, so eine ganz ambitionierte, so eine, die Heimwehsaft macht und das in Flaschen mitnimmt, also so eine super Liebe, aber sie kann sich halt auch nicht gegen das System stemmen, ne? Also vieles muss halt anscheinend so gemacht werden. Und spannend finde ich, dass du auch sagst, diese Frontalbeschallung hat bei dir nicht funktioniert. Was hätte denn funktioniert? Wie wärst du denn gerne gegangen? Also was bei mir tatsächlich gut funktioniert hat, und das konntest du immer anhand der Lehrer und Lehrerinnen sehen, wenn du sagst, deine Schwester ist auch so eine Ambitionierte. Ich hatte einen Lehrer, der war richtig gut, es war ein Jüngerer, der hat mit uns ganz andere Unterrichtsarten gemacht. Wir waren mit dem draußen, wir haben Lieder gesungen und haben die übersetzt, wir haben Filme geguckt, wir haben also auch da schon unterschiedliche Methoden, wir haben kleine Gruppenarbeiten gemacht, jeder konnte für sich was ausarbeiten und ich habe nachher nach 3 Jahren Spanisch lernen, bei dem Lehrer besser Spanisch gesprochen als 7 Jahre Englisch. Wahnsinn. Und daran konntest du echt sehen, was passiert, wenn du richtig, richtig ambitionierte, gute Lehrer hast. Das ist schon cool. Ja, oder wenn du eben auch connectest zu jemandem. Ja. Ne? Apropos connecten, du hast vorhin gesagt, du warst viel feiern in der Zeit, warst viel draußen. Von deinem Freundeskreis von damals, Schule, jetzt springen wir mal einen Schritt weiter, so Richtung Abitur, sind da noch viele übrig? Oder sind da Leute, die auch gesagt haben, also was sie jetzt macht, das ist mir ein bisschen too much. Also ich habe tatsächlich meine engste Freundin aus der Grundschule, die habe ich bis heute. Wow. Und die ist eigentlich immer zwischendurch an meiner Seite. Und wie das so ist im Leben, man hat mal Phasen, da sieht man sich nicht so viel. Dann hat man Phasen, da sieht man sich wieder mehr. Aber das Wichtigste, finde ich tatsächlich, ist, dass du dich nicht jede Woche siehst. Dass, wenn du dich siehst, das ist wie immer. Und das ist bei ihr so und wir leben jetzt wieder in der gleichen Stadt. Sie war lange unterwegs woanders, aber heute ist das so und es ist wirklich wie Geschwister. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir uns sehen. Das ist richtig cool. Mhm. Obwohl sie in einem ganz anderen Lebensumfeld ist als ich. Und kennst du das auch, dass du dann in ganz alte Verhaltensmuster wieder zurückfällst, dass dann die Politikerin nicht mehr da ist, der Fernsehstar nicht mehr da ist, sondern du verhältst dich so wie damals? Also ich habe das mit meinem besten Freund von damals so. Wir haben das auch. Vor allem, wir haben damals jedem Spitznamen gegeben, die können wir bis heute. Mhm. Wir haben echt fiese Sachen gemacht, wir waren nicht nett, wir haben in Mallorca Hotels auseinandergenommen, was sehr lustig war. Also wir haben also, weißt du, mit 16 am Ballermann, was halt man so machen muss als Mädchen. Ja, ja. Also ich habe eine Tochter, die darf mit 19 das erste Mal raus. Mit mir, die Maya. So, wir haben das anders gelöst. Meine Eltern haben gesagt, und ihre übrigens auch, ja, ihr dürft überhaupt nicht raus, Kinder. Und das geht so nicht. Wir mussten nämlich immer schön um 10 zu Hause sein. Mhm. Ist natürlich schwierig. Und dann haben wir gesagt, du, ist gar kein Problem. Wir wollen ja in Spanisch lernen und unseren Sprachschatz erweitern. Sehr clever. Müssen wir nach Mallorca? Und dann haben die gesagt, ja, könnt ihr machen. Finden sie auch sehr groß, aber bitte auf gar keinen Fall an den Ballermann. Mhm. Dann haben wir gesagt, nee, Ballermann, wir wollen lernen und so machen wir nicht. Aber wir hätten ein Dorf gefunden, es sei sehr nett und dörflich, es heißt El Arena. Möchten wir gerne hin. Ja, gut. Da haben wir die Eltern ein bisschen an der Nase rumgeführt und hatten eine riesen Gaudi. Und lass mich raten, du warst jeden Tag brav in der Sprachschule, stundenlang. Ja, sicher. Sicher. Okay, also ich höre schon raus, du warst für deine Eltern auch nicht wahrscheinlich immer das einfachste Kind, oder? Na, meine Eltern, wir haben tatsächlich ein super gutes Verhältnis. Ich habe einen 7 Jahre älteren Bruder, den ich ultra liebe. Wir haben ein tolles Verhältnis, weil er war immer der große Bruder, den man als kleines Mädchen natürlich anhimmelt, logisch, mit seinen Freunden. Und nur mein Bruder war leider auch oft krank und deswegen war ich oft auch zwischendurch mal auf mich gestellt. Und das hat aber ganz gut funktioniert. Also ich muss sagen, das Beste, was du mit mir machen kannst, ist, lass mich rennen und ich finde schon meinen Weg. Und deswegen haben wir bis heute ein sehr, sehr vertrauensvolles und gutes Verhältnis, weil bei all dem, was wir gemacht haben. Also auch mein Bruder wusste immer, wo wir sind. Ist das ein Persönlichkeitstyp? Weil du hast es jetzt eigentlich schon zweimal gesagt. Damals mit dem Dreirad, jetzt wieder. Lass mich einfach rennen, ich finde meinen Weg. Ist das was, was einfach in dir steckt? Oder hast du das von irgendjemandem bekommen? Nee, ich glaube, das ist so drin. Also es war schon früher so, meine Tante wollte mich immer an der Hand nehmen und ich konnte noch kein Deutsch vernünftig reden. Da habe ich immer gesagt, Hand alleine. Also ich wollte ihr damals schon nicht die Hand geben, wo sie sehr drunter gelitten hat, aber ich wollte einfach alleine laufen. Ich wollte nicht an die Hand genommen werden. Und das ist tatsächlich auch bis heute so, dass ich oft
vor bestimmte Aufgaben gestellt werde und ich probiere es erstmal und weil ich auch nicht gewöhnt bin, dass jemand mir immer sagt, du musst hier laufen, du musst da laufen. Auch mein Vater, er ist ein Mensch, der keine Handelskammern, keine Verbände oder so besucht und da Mitglied ist, Ja, sondern er nicht. macht seinen Weg und hat immer gesagt, mach, was du willst, aber musst du halt für dich entscheiden. Also andere, da werden ja die Türen geöffnet, weißt du, da werden die mitgenommen, die werden eingeführt und bei mir war auch, hier hast du die gelben Seiten, das sind deine Kunden, Herr Fang, ja, telefonier. Also schon. Ja, aber gut, ne, im Nachgang. Ja, in dem Moment fand ich ihn echt nicht so gut, muss ich sagen. Das glaube ich nur rückblickend. Also ich erlebe gerade auch eine Generation von jungen Leuten. Ich rede jetzt so 18 bis 25, da sind wir beide jetzt schon ein bisschen raus, du ein bisschen näher dran. Die haben halt, oder viele von denen haben dieses Diensttun nicht gemacht. Also die gelben Seiten durchtelefonieren, mal bei der Feuerwehr, mal irgendwo wirklich im Einsatz, wo sie sich auch mal mit dem Kopf mal bücken müssen, einen kleinen Moment. Was tun, was sie nicht wollen. Und man sieht ja auch an deiner Karriere, das hat ja nicht, war ja nicht schlecht im Nachgang, das mal machen zu müssen. Überhaupt nicht. Also ich glaube tatsächlich, dieses Kindern alles in Po schieben, sie vor allem zu beschützen. Ich erlebe das jetzt im Umfeld, diese typischen Helikoptereltern, wo die Kinder nicht fallen dürfen, wo die Kinder sich nicht ausprobieren dürfen. Haben uns Arme gebrochen, sind mit blauen Flecken nach Hause gekommen, hat uns aber nicht geschadet. Und ich glaube, dieses, lass die Kinder mal wieder sich selber entdecken, lass sie selber sich ausprobieren, da müssen wir wieder hinkommen. Und für mich war es das Beste, was mir passieren konnte. Und da bin ich auch dankbar. Also mein Vater hat damals zu mir gesagt, die größte Hilfe, die ich dir geben kann, ist, ich lass dich machen. Und das ist so. Wir können es ja sogar noch ein bisschen weiter spinnen. Ich habe gerade in einem Buch gelesen, Fail until you are 30, also bis 30 sich auch mal die Arme und Beine brechen, auch im Business, um danach eben wirklich wachsen zu können, ne? Das ist, ich halte das sogar für extrem wichtig. Finde ich auch. Wobei ich natürlich auch sehe, in dem Moment, wo du aus einem Umfeld kommst, wo du etwas zu verlieren hast, bist du natürlich weitaus vorsichtiger. Und wenn du dir anschaust, wer sind die größten Hollywood-Stars von heute, das sind die, die halt aus dem richtigen, richtigen Schlamm und Dreck kommen. Also in dem Moment, wo ein Bekannter von mir, der produziert Filme und der sagte, wenn die Eltern bezahlen, dass die Tochter einen Platz kriegt im Film, eine Rolle, dann kannst du dir sicher sein, die Dinger floppen. Klar. Weil die sind halt solche Prinzesschen, die machen Ja. nichts mit. Und die Nee. anderen, die haben so richtig diesen Drive, die sagen, geil, ich will was Ja. machen, ich will was bewegen, mir ist es egal, ich will raus aus meinem Umfeld und ich will meinen Eltern zeigen, dass ich es besser kann. Ja, die haben diesen Hunger, ne? Ja, genau. Und deswegen, also dieses Risiko zu gehen, zu sagen, ich bin bereit, auch vielleicht mal was zu verlieren, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das Ja, gebe ich dir da also ich höre absolut. raus, dieser Hunger war bei dir schon immer intrinsisch drin, die Schule ja so, aber irgendwann kommt ja dann dieses Gefühl oder auch von außen, so was machen wir denn jetzt? Dann gibt es Berufsinformationszentrum, da kam bei mir raus Reiseleiter oder Florist, das weiß ich noch wie heute. Ich hab den angeguckt, ich sag, wie Florist? Du bist ein super Florist geworden. Mit Das ist ja Sicherheit, traurig. ja, mit Sicherheit. Parfümeur hätte ich, finde ich, auch noch schön gefunden, muss ich Ja, das wäre auch schön, ne? sagen. Kennt ihr ja. Wie war denn das bei dir damals? Also wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, oder diesen Drive, ich gehe jetzt in irgendeine Richtung im Leben? Naja, bei uns war es so, wir sind natürlich mit diesem unternehmerischen Kontext aufgewachsen. Morgens beim Frühstückstisch war Gespräch Firma, abends kommst du nach Hause, immer halb sieben essen übrigens. Pünktlich halb sieben, wehe, du warst nicht da. Wurde Abend gegessen und es war natürlich Thema Firma. Und für uns Kinder, wir sind damit aufgewachsen, für uns ist es normal und für mich war auch klar, ich möchte gerne in die Fußstapfen meines Vaters treten. Der war so ein bisschen auch Vorbild immer gewesen, weil er kommt auch aus einem vom Bauernhof, hat eine ganz einfache Geschichte und hat sich selbst hochgearbeitet. Ich habe auch diese coolen Berufsinformationsdinge gemacht. Ich Und musste was sogar kam so einen Test raus? machen. Kellner im Restaurant. Ja, ist doch auch Mache ich schön. übrigens gerne. Habe ich lange gemacht. Ich habe immer während der Schule gekellnert, das ganze Wochenende durch. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. So gesehen, ich könnte es auch heute noch machen. Das ist cool. Okay, Ich okay. mag's. Und wann hast du diesen Moment gehabt, ich übernehme das, was Papa macht? Also das muss ja auch, es gibt ja, wir gehen ja entweder zu etwas hin meist oder von etwas weg. Für mich war immer, ich will dahin. Und zwar war aber die Motivation eigentlich zu zeigen, hey, ich bin zwar ein Mädchen, aber ich kann es trotzdem. Und ich werde dir beweisen, ich werde dein Lebenswerk weiterführen und ich krieg's, wenn ich kann.
Also er war der größte Motivator. Auf der einen Seite der größte Kritiker bis heute, aber auf der anderen Seite eben auch der größte Motivator. Okay. Und was war dann, wenn wir uns das Ganze vorstellen, wie so eine Karteikarte, was musstest du denn tun, um dahin zu kommen, dass Papa überhaupt sagt, okay, jetzt ist es soweit? Naja, er hat sich schon gewünscht, dass wir Kinder ins Unternehmen gehen. Das fand er schon ganz gut. Aber ich glaube, er hat sich einfach nicht vorgestellt, dass die Tochter das irgendwann übernehmen könnte. Ich wollte halt unbedingt rein. Ich hatte keine Lust zu studieren. Er hat gesagt, du musst aber studieren, wenn du zu uns ins Unternehmen willst. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann will ich erst nochmal die Welt sehen und dann mache ich Stewardess. Das wollte ich zuerst noch machen. Hast du gemacht? Nee, hat er mich von abgebracht. Er hat gesagt, Stewardess ist Servicekräfte der Lüfte. Mhm. Findet er nicht so gut. Mhm. Firma ist doch auch ganz schön. Und das war ganz lustig, weil das ist so dieses, was oft Familienoberhäupter tun, wo auch Unternehmen im Hintergrund sind, das ist dann dieses Subtile. Findest du nicht, die Firma ist auch eine Chance für dich? Du hast ja Zeit, aber meinst du nicht, du würdest da gut reinpassen und könntest das Team auch bereichern? Ich sage mal ganz provokativ, ich glaube, wenn man ein junges Mädchen ist oder eine junge Frau dann irgendwann, ich versuche mich da rein zu versetzen, Verpackungen ist ja jetzt auch nicht das Sexieste, was es gibt. Also wenn du jetzt in einen Modekonzern reingegangen wärst oder, keine Ahnung, ein Gestüt. Ich arbeite jetzt einfach mal mit Klischees. Also wie haben denn deine Freundinnen reagiert? Ah, jetzt macht sie Verpackungen oder was? Ja, für die war das eigentlich klar, dass ich eh irgendwann mache. Ich habe dann parallel studiert, Ausbildung gemacht und bin direkt ins Unternehmen. Mhm. Und das war mir wichtig, halt direkt reinzugehen. Das Produkt war mir sogar ziemlich egal. Mhm. Ich hatte halt Lust auf Verkaufen. Ich wollte mit Menschen in Kontakt. Ich wollte raus. Und diese Ochsentour, die du dann machst, nämlich Kaltakquise, ich weiß nicht, ob du das mal durch hast, ja, wo du wirklich acht von Jahre lang. Gehst. Oh, kennst du auch? Ja. Also welches Produkt, was hast du verkauft? Telekommunikation. Ich habe damals, als dereguliert wurde, mich auf einen amerikanischen Telefonanbieter gesetzt und habe für die hier akquiriert. Wie verrückt. Also, du hast ein bisschen gefühlt wie so ein Zeuge Jehovas, weißt du? Nimmst dein Köfferchen, ja, gehst von Tür zu Tür, klingelst und sagst, moin, ich hätte da mal was mitgebracht. Ich habe Verpackungen dabei. Genau, ich hätte einen Feinkostbecher. Brauchen Sie noch Becherchen? Also das war tatsächlich jahrelang mein Geschäft, das habe ich viel gemacht und da lernt man natürlich viel, weil du fliegst so oft raus, also bei mir war es eher diese Art von Scheitern, bei mir war es nicht, ich gründe mein eigenes Startup und scheitere und gründe das nächste, sondern aber das Gefühl, du gehst in eine Tür, du weißt überhaupt nicht, was dich da erwartet, du versuchst an der harten Empfangsdame vorbeizukommen, du weißt, das sind die Schlimmsten, ja, sie sind sehr, sehr nett, aber du kommst nie an ihnen vorbei. Genau. Und die einfach Nein sagen, sind viel einfacher, oder? Ja, vor allem, du wirst auch beschimpft. Also ich habe Dinge erlebt, die haben mich angebrüllt. Ich habe die gar nicht getan. Die haben mich angeschrien, die haben mich angebrüllt. Ich hatte in der Verpackungsbranche, kannst du dir vorstellen, sehr, sehr männlich, logisch. Und dann bin ich da immer damals noch mit Kostümchen reingewackelt und hohen Schuhen und dann schön die 17,5 Kilo Folienrolle im Arm. So, ja, genau. Und das war, bei dir kaufe ich nur Schätzchen, wenn dein Rock nächstes Mal ein bisschen kürzer ist, ne? Und das sind natürlich so Nummern, die kann man ganz lustig finden, aber auf Dauer nervt. Das heißt, solche Sprüche kamen auch wirklich. Also das ist kein... Das ist eine Story, eine wahre Story. Das gab es oft. Ich habe nachher die Stretcher repariert, in den, also die Automatenstretcher, wenn die Folien, wenn die Paletten eingestretcht werden, dann hast du zwischendurch mal ein paar technische Fehler, wenn da so kleine Sachen konnte ich selber reparieren. Mhm. Das war jedes Mal ein Event. Ich habe eine Geschichte gehabt, da standen 10 Kerle um mich rum und haben gesagt, ja Schätzchen, zeig mal, was du kannst. Kriegst du eh nicht hin. Mhm. Und als es dann klappte, dann sahst du so von hinten, wie die Leute langsam weggingen und sich zurückzogen. Du merkst dann, shit, die weiß ja doch, wie es läuft. Also du wirst viel mit stereotypischen Dingen in Verbindung gebracht, gerade in so einer Branche. Ja, was ja... ich erlebe das halt in der Speaker-Welt und Coaching-Welt. Coaches gibt sehr, sehr viele gute Frauen, die das mega gut machen. In der Speaker-Welt oder auch im Fernsehen, in den Positionen, die du zum Beispiel da jetzt belegt hast, ist das immer noch eher selten. Und ich habe da eine Frage zu. Gab es einen Moment bei euch im Unternehmen, wo du angefangen hast zu sagen, Papa, wir machen hier jetzt was anders? Hattest du so Auflehnmomente? Oh, oft. Wir haben uns gerade am Anfang ganz stark in eine Plünne gekriegt. Ja. Und zwar ging es damit los, mein Vater ist heute 75.
Ich bin ja nun 33. Du kannst dir vorstellen, ich bin Generation Y. Er nennt sich noch die Wirtschaftswunder-Generation, habe ich mal nachgeguckt. Dazwischen liegen Ludwig vier. Ludwig Erhard. Also es ist wirklich unglaublich, unfassbar. Und er hat natürlich diesen patriarchalischen Führungsstil, der keine Fehler zulässt, der die Familie beschützt, wo du dir aber auch alles abzeichnen lassen musst, wo nichts anderes passiert. Und ich kam rein und habe gesagt, ich stelle mir das aber anders vor, ich baue mir ein ganz anderes Team. Ich möchte andere Leute haben, ich möchte junge Leute haben, ich möchte Migranten bei uns reinziehen, ich will mehr Frauen haben, ich möchte dies, ich möchte das. Und ich möchte vor allem einen Führungsstil, der eher kommunikativ konsequent ist. Mhm. Also teamorientiert, Leute machen lassen. Und das musst du erstmal zusammenführen, weil du kommst von solchen Ebenen und musst auch die Mitarbeiter mitnehmen und die langsam auf dieses Level einpendeln. Mhm. Und das waren oft Streitpunkte tatsächlich. Und ich habe nachher auch angefangen, die ganze Lebensmittelbranche bei uns reinzunehmen. Weil Industrie war mir wirklich irgendwann zu doof. Mhm. Also ich gesagt, dass ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese Lagernummer. Ich brauche mal was anderes. Und dann haben wir nach und nach Lebensmittel aufgebaut. Und ich wollte damals zum Beispiel eine Produktion kaufen. Da war er vehement dagegen. Ja gut, ich meine, er ist der Inhaber. Im Endeffekt ist er damals natürlich auch der Herr des Kapitals gewesen. Ja? Wenn er sagt, machen wir nicht, dann machen wir es auch nicht. Ja. Aber es gab oft Momente, und das kann ich nur, falls auch ein paar Zuhörer dabei sind, die das selber kennen. Wenn ihr Kinder habt, lasst sie machen und fallt ihr nicht in den Rücken. Mhm. Also ich habe eine Situation erlebt, die war für mich ganz, ganz schwierig. Da war ein Mitarbeiter, der war eingestellt als Verkäufer. Das konnte er nicht, da war er nicht gut drin. Mhm. Und er war aber super in Grafik. Der konnte toll Marketing, der konnte Design, der konnte Grafiken, also alles möglich. Da habe ich gesagt, hey, pass auf, wir machen das so. Verkäuferjob lassen wir weg. Kriegst eine Änderungskündigung, kriegst einen neuen Vertrag und machst jetzt für uns wirklich das ganze Marketing-Zeug, weil wir das bis dahin auch noch nicht hatten. Mhm. Auch da, weißt du, so Notwendigkeiten für Marketing, Digitalisierung, Online-Shops, da prallen auch irgendwo Generationen und Welten aufeinander. Klar. Und dann hat er sich mega gefreut, weil der war auch schon 65. Wow. Er hat gesagt, cool, ich freue mich riesig, würde ich gerne machen. Dann habe ich ihm das zugesagt. Einen Tag später läuft der wirklich so gebückt, traurig, total fertig an mir vorbei. Ich sage, was ist denn mit ihm los? Ja, ihr Vater hat mich gerade rausgeschmissen. Mhm. Und das sind so Nummern, wenn du als Kind eine Entscheidung triffst und dann der Patriarch im Hintergrund diese Entscheidung konterkariert, dann ist es wirklich ein großes Problem, weil dann hast du auch als Nachfolger Schwierigkeiten, deinen Respekt, den du dir über Jahre aufgebaut hast, wieder zu aufzubauen, klar, weil der wird in einem Moment, wird er komplett zerschossen. Und da kann ich nur jedem raten, der in so einer Situation ist, macht es nicht. Klärt es alleine, macht es vorher, aber bitte nicht so eine Nummer. In so einer Situation kommen ja erstmal auch Gefühle hoch, ne? Also da bist du ja erstmal auf voller Adrenalin und Kampfhormon. Kann ich mir das dann vorstellen, rein bei Papa ins Zimmer, Türe zu und Gespräch? Oder war das gar nicht möglich? Doch, doch, auf jeden Fall. Und also ich bin durchaus emotional, er auch, dann ballert halt. Aber an sich, und das ist, glaube ich, wichtig, man darf sich als Familie dann nicht gegenseitig in den Rücken fallen. Ja? Also da muss man da durch und sagen, okay, jetzt ist die Entscheidung so, die jetzt wieder zu kippen, macht keinen Sinn. Sondern dann muss man drüber reden und sagen, hey, das war gerade echt eine miese Aktion, das geht aus den Gründen nicht. Und dass das auch ein Verständnis erzielt wird auf beiden Seiten, das nicht nochmal vorkommt. Und ich muss sagen, das haben wir gut hingekriegt, Gott sei Dank. Das heißt, ihr habt jetzt so eine Regel definiert für euch? Also, dass, wenn du was sagst... Das ist sagst, keine klare Regel, sondern es ist einfach, dass wir mit uns besprochen haben, dass wenn einer diese Entscheidung getroffen hat, die übrigens auch vorher abgesprochen war, die nicht am nächsten Tag wieder konterkariert wird. Mhm. So. Logisch. Und ich glaube, das war gar nicht böse, weißt du, das sind ja manchmal auch so Dinge im Alltag, da hat man vielleicht irgendwie Wut, das kann ja auch mal passieren, triffst du aus dem Bauch heraus eine Entscheidung und vergisst irgendwas. Und da haben wir oft, und das ist, glaube ich, Kommunikation ist wirklich das Entscheidende, auch gerade wenn du mit Geschwistern zusammen was machst, wir haben einen ganz tollen Weg gefunden, auch mein Bruder und ich, wir reden viel, wir gehen oft gerne mal eben zwischendurch zusammen Mittagessen, wir treffen uns, dass wir auch wirklich komplett informiert sind über alles, was wir tun. Ihr habt ja jetzt sogar so einen Preis gewonnen, ne, fürs Unternehmen oder seid ausgezeichnet worden als, kannst du das mal kurz sagen, besonders freundlich, familienfreundlich, was war es noch? Ja, das ist ganz witzig, das ist tatsächlich über die Fraktion. Ich führe ja meine Fraktion als kleines Startup quasi. Aha. Und wir haben hier alles, was sich eigentlich ein Mitarbeiter von heute wünscht, kannst du hier so ungefähr. Komplett flexible Arbeitszeiten, kannst kommen und gehen eigentlich, wann du willst. Du kannst oben schön gemütlich
Sofa, Sitzkissen, Kühlschrank voll, auf jeder Ebene bitte. Wir haben die Schaukel, wir haben die Tischtennisplatte. Du kannst wirklich alles Mögliche machen, wenn der Hund darf mit, die Kinder, wenn mal irgendwas ist, dürfen mit. Das ist, wenn die Kinder was ist, gehen die vor. Ich wäre für Zwergkaninchen übrigens. Das wäre schön. Kuscheln. Ich hatte früher welche. Oh ja. Wir auch, ja. Hatten wir auch. Wurde vom Habicht geholt. Mein Vater hat aber nicht gesagt, dass der Habicht. Gekümmert. Das ist gemein. Naja, und das sind aber so Dinge, wenn du sagst, okay, wir haben eine offene Unternehmenskultur, wo auch gerade bei uns sind die Referenten eigentlich mit den Abgeordneten auf Augenhöhe. Das gibt es eigentlich kaum in einer anderen Fraktion, dass die auch mal mitstimmen dürfen, dass die mitreden dürfen. Das haben andere, glaube ich, nicht. Wenn ich so höre, was die anderen machen, da sitzen die nur daneben und haben Anweisungen zu befolgen. Und das machen wir ganz, ganz anders. Und das ist, nachher kriegst du dann dieses Zertifikat familienfreundlich. Und das freut uns echt. Das ist cool. Ist es vielleicht, weil du auch selber so Sachen erlebt hast, dass dir das auch wichtig ist, dass jeder reden darf, dass jeder dieses Gefühl haben darf? Kommt es daher? Ich einerseits ja, andererseits glaube ich tatsächlich auch, dass ich kann ja nur bestimmte Dinge, ja, und ich kann nicht alles, natürlich nicht. Und ich glaube, dass wenn ich mir um mich herum die besten Leute hole, dann habe ich immer Platz wieder für Strategien und für andere Themen. Das ist immer zu, dass die Mitarbeiter besser werden, als ich selber bin auf den Gebieten. Und zwar jeweils spezialisiert in ihren Bereichen. Ich sehe mich dann eher, weißt du, als so eine strategisch. Art, genau, ja. Die auch das große Ziel im Blick hat. Aber die sind, jeder der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich finde, die machen einen sensationell guten Job. Und die haben sich auch, oder das sieht man, wir haben uns gemeinsam alle so weiterentwickelt. Das ist so cool, was wir mit diesem kleinen Team reißen. Also bin ich schon stolz drauf auf die Jungs und Mädels. Das ist toll. Die Frage, die jetzt kommt, da hast du wahrscheinlich drauf gewartet. Jetzt machst du das Unternehmen, Politik und warst jetzt auch noch im Fernsehen lange. Wie managst du denn dich und deine Zeit? Weil ich glaube, eins davon ist für 90% der Menschen, die hier zuhören, schon schwer stemmbar. Und du machst jetzt alles drei. Wie machst du das? Mit den besten Leuten. Ganz einfach. Also ohne die würde es nicht funktionieren. Wenn ich keine Mitarbeiter hätte, auf die ich mich zu 1000% verlassen könnte, wenn ich alles kontrollieren müsste, würde ich ja keine Zeit mehr haben. Es würde nicht gehen. Stattdessen habe ich aber ein Team, dem ich blind vertraue und wo ich weiß, wenn die das in die Hand nehmen, dann tun die das, um mir den Rücken frei zu halten. Ich kann mich darauf verlassen, dass es toll umgesetzt wird. Und ich sag mal so, ich sehe auch das, was ich tue, egal was, es ist nicht als Arbeit, sondern für mich gibt es dieses Wort Work-Life-Balance auch einfach gar nicht, weil ich sehe meine Work nicht als klassische Work, sondern für mich ist es Spaß. Ich habe Freude an dem, was ich tue. Ja. Und wenn ich abends auch eine Veranstaltung gehe, dann gehört die natürlich irgendwo zum Job dazu. Trotz allem freue ich mich, Leute zu treffen, da zu sein, irgendwie was mitzunehmen. Und so gesehen kann ich auch ich zähle auch keine Arbeitsstunden, also das gibt es bei mir gar nicht. Nee, gibt's bei mir auch nicht. Und jede Herausforderung, das ist das Letzte, vielleicht dazu machen, und das finde ich eigentlich ganz geil. Jeden Tag kommt irgendwas Neues und ich freue mich mega über eine neue Herausforderung. Also ich war jetzt gerade irgendwie in St. Petersburg, durfte ganz spannende Leute treffen, alle sagen so, Russland. Ich kann nur sagen, fliege nach Russland. Das ist mega. Das ist richtig cool. Ja, ich glaube, das spricht halt auch für dich, das ist wieder jetzt der rote Faden mit dem kleinen Mädchen, ne? Die sagt, lass mich einfach mal laufen, ich mache das schon, dass du es halt eben auch gar nicht als Arbeit empfindest, oder? Also diesen Begriff gibt es dann nicht, oder gibt es den an Tagen dann doch mal? Und was machst du dann? Doch, Tage, da habe ich keinen Bock. Und was machst du dann? Ich glaube, das ist menschlich, oder? Ja, aber wir nehmen mal an, jetzt ist kein Bock-Tag. Hast du dann ein Ritual? Meditierst du dann oder was machst du dann? Ich keinen Bock habe, nö. Dann, also klar, man geht natürlich trotzdem hin. Also wenn es ganz schlimm ist, dann muss ich halt auch mal zu Hause bleiben, ja? Dann ist das so. Dann muss ich mal einen Netflix-Tag einlegen. Auch was guckst du dann? Was guckst du dann? Oh, schlechte amerikanische Serien. Was ist eine schlechte amerikanische Serie? Scorpion. Ganz schlechte amerikanische Serie, super. Okay, also das gibt's aber auch bei dir, dass du einfach mal ja, dich von außen berieseln lässt zutage. Und wenn du, wenn jetzt junge Leute das hören, was du hier erzählst, in den Momenten, wo du mal nervös bist, und ich muss leider nochmal auf deine Rolle auch als starke Frau zurückkommen, wenn du jetzt zum Beispiel da ins Fernsehen gehst, hast du zwischendurch dieses so Sätze im Kopf, kann ich das? Schaffe ich das irgendwie? Ja, also beim Fernsehen hatte ich es tatsächlich nicht.
Und ich kann dir eine Geschichte erzählen von mir, die hat mich sehr, sehr geprägt tatsächlich. Und zwar, das war witzig, ich war bei Maybrit Illner und hatte danach so einen Shitstorm, weil ich irgendwie gegen Rente mit 63 gesprochen hatte damals. Und dann hatten bei mir alle möglichen Leute angerufen und mich beschimpft und in der Zeit rief immer ein Grube an. Und da habe ich immer gesagt, mein Vater sagte denn, du, ich habe hier so ein Grube, sag ja keine Ahnung, wer es ist. Ja, sagte, weiß ich auch nicht. Sag ich, ja, jetzt ein Terrorrentner bestimmt, der will mich beschimpfen. Davon habe ich gerade so viele. Keine Ahnung, leg mal auf. So, und dann irgendwann rief nur das Büro von Grube an. Und zwar war das damals der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG. Oh. Oh, genau. Also richtig, richtig übel. Ich wusste es nicht. Der hatte aber vorher persönlich angerufen, ja? Der hatte vorher persönlich angerufen, ja. Und ich wusste es also nicht. Grube kenne ich nicht. Wiederhören. Okay. Es wurde halt auch nicht gesagt, wer der ist. Na, auf jeden Fall habe ich dann mit ihm telefoniert und dann sagte er, das fand ich ganz toll. Er sagte dann, ja, er würde, hätte mich jetzt irgendwie mal beobachtet und würde mitbekommen, was ich mache, fand es toll und würde sich freuen, wenn ich in den Konzernbeirat zu ihm käme. Wow. Und meine Antwort war sofort, oh, wie toll ist das, denn ich freue mich mega, natürlich mache ich das, was muss ich denn da machen? Und ich habe gar nicht lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist das Erste, was Frauen schon mal lernen müssen. Das können wir übrigens von euch Jungs lernen, dass wir uns mehr zutrauen und einfach Ja sagen und nicht 25 Wochen überlegen, wie mache ich das mit der Familie, kann ich das mit meinen Skills, habe ich das in der Erfahrung, traue ich mir das zu? Wir können auch einfach mal Ja sagen und sagen, tolle Sache, habe ich Lust zu. Und Grube, und dafür, ich liebe diesen Mann über alles, weil ich finde, das ist ein großartiger Manager. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt und er hatte damals und hat mir natürlich auch viele Chancen gegeben. Und er sagte in diesem Telefonat dann, das rechne ich ihm hoch an, Sie müssen sich überhaupt nicht vorbereiten. Kommen Sie erst mal, hören Sie sich das an und Sie werden schon kurz danach verstehen, warum wir Sie dabei haben wollen. Und das hat mir ein so wahnsinniges Grundvertrauen gegeben. Und egal, wo ich heute hingehe, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich bin die Makrele im Haifischbecken. Hier sind gerade so krasse Babos. Also ich bin bei... Babos? Ja. Weißt du, ich meine so die richtig großen. Klar. Und es gibt natürlich Habe ich jeden Tag. Ich war ja 20 Jahre lang das, was dein Vater als, was hat er gesagt, zu Flugbegleitern? Sehr gut. Ja. Ja, ich finde es gut. Aber das erlebe ich. Ich bin nächste Woche zum Beispiel bin ich mit unserem Bundespräsidenten beim spanischen König in Madrid eingeladen. Und natürlich sind auch so das Momente. Nee, das kommt von Liz Mohn und das ist von Bertelsmann ja die Inhaberin, die ich unglaublich schätze. Das ist für mich tatsächlich eine Inspiration und so mein Vorbild irgendwo auch. Und ich bin bei einigen Thinktanks von denen dabei und natürlich sitze auch ich da immer noch manchmal und denke, krass, was mache ich hier eigentlich mit meinen jungen 33? Ja, und dann fällt mir Kuba ein. Moin, letztes Mal habe ich gesagt, moin Herr König, so vor 2 Jahren. Moin Herr König ist auch geil. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, wie gesagt, moin Herr König. Da kommen wir wieder in meine Flugzeugwelt zurück, da in der First Class saßen ja auch ganz viele solche Leute. Ja. Wenn wir mit denen locker umgehen und die merken, das kommt vom Herzen, sind die ja auch locker zurück, oder? Ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe selten jemanden erlebt, der irgendwie arrogant und unhöflich war. Die meisten waren sehr aufgeschlossen und echt nett. Ich höre noch eine Sache raus und zwar, da hat Simon Sinek gerade was Tolles zu erzählt und zwar der Unterschied zwischen Nervosität und positiver Begeisterung. Die Reaktionen unseres Körpers sind genau die gleichen. Unsere Hände fangen an zu schwitzen, der Blick wird ein bisschen eingeschränkt, aber du gehst begeistert dahin und sagst nicht, oh Gott, was bin ich nervös, sondern du gehst da halt mit dieser Begeisterung des kleinen dreijährigen Kindes mit diesem Fahrrad hin. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis für viele, die hier zuhören, oder? Sich nicht so verrückt dann zu machen. Ich glaube, wir brauchen dieses Grundvertrauen, zu sagen, es hat einen Grund, warum wir eingeladen sind. Und dann dürfen wir auch uns darauf freuen, auf alles, was kommt. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn man solche Einladungen hat, hingehen, offen sein, aus jedem Gespräch irgendwo was mitnehmen und lernen. Und mir geht's immer so, ich komme nach solchen Treffen nach Hause und habe das Gefühl, ich will die Welt retten. Also ich habe so viele Ideen dann, ich habe so großartige Inspirationen dann mitgenommen. Und diesen Drive dann zu nutzen, ist halt richtig, richtig toll. Also okay. Ich freue mich immer. Also ich gebe dir absolut recht, positiv eingestimmt sein, drauf zugehen, auch nicht
die Leute zu hoch hängen. Jeder von uns ist nur ein Mensch. Und jeder von uns ist wichtig in seiner Funktion, völlig egal, was er macht. Hm. Sondern du bist wichtig, weil du Menschen begeisterst, weil du Menschen motivierst. Ich bin vielleicht für einige ein Vorbild. Ganz ehrlich, aber wir haben auch Putzpersonal. Wenn die nicht unsere Toiletten vernünftig reinigen würden, hätten wir beide schlechte Laune. Deswegen ist ja unsere Funktion nicht wichtiger als deren Funktion. Es ist ja eine andere. Und ja, ich habe aber für mich immer so ein bisschen, dass ich sage, jeder ist als Mensch genauso wichtig wie der andere, völlig egal, was er macht. Ja, ich glaube, wir haben beide eine Parallele so vom Menschentyp. Ich glaube, wir sind sehr begeisterungsfähig. Wie machst du das denn dann hinterher für dich auseinander zu dividieren? Hier gehe ich jetzt mit, da engagiere ich mich mehr. Und da jetzt eben weniger, weil ich glaube, dir werden natürlich am Tag, keine Ahnung, 200 Leute irgendwas schicken und irgendeine neue tolle Idee. Wie nimmst du das für dich auseinander? Super schwer, weil ich kann tatsächlich, das ist eine Riesenschwäche, ich kann ganz schlecht Nein sagen, weil ich habe so ein Helferlein-Syndrom. Und wenn ich sehe, jemand schreibt mir, dass er irgendwie einen Tipp braucht oder meine Hilfe braucht oder mich um was fragt, dann kann ich eben schlecht Nein sagen, was ich tue, weil die Zeit, du weißt es selber, erlaubt es nicht, sich überall zu engagieren. Man kann nicht überall mitmachen. Was ich aber tue, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und da eine Telefonnummer drin ist, ich rufe gerne kurz an. Echt? Ja. Und dann führe ich ein kurzes Telefonat und sage, hey, ich kann dir nicht helfen, aber was hast du gerade? Und dann sind es so 10 Minuten meiner Zeit und ich finde, die kann ich auch sehr gut aufwenden. Und dann sind die meisten sehr, sehr glücklich und auch überrascht, weil sie es nicht kennen, dass man anruft. Und ich finde, ich mag keine E-Mails. E-Mails sind für mich zu neutral. Sie werden oft falsch verstanden. Und deswegen, ich rufe gerne eben an, dann hört man die Stimme, dann weiß man, wie der Mensch eingestellt ist. Und die nehmen viel davon dann mit. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Finde ich ganz groß. Auf der anderen Seite, wenn es dann irgendwann 100 Leute sind, die Telefonnummer schicken, dann kannst du natürlich auch nicht mehr überall anrufen. Du, mal gucken, wie viel mir jetzt nach heute die Telefonnummer. Ich wollte gerade sagen, also das hier hören so zwischen 7.000 und 10.000 pro Tag. Geil. Ich freue mich auf euren Anruf, mal kommen, was passiert. Also du machst jetzt bald eigentlich nichts anderes mehr, du wirst nur noch mit der Bewohnerfrei-Community telefonieren. Finde ich super, ich werde dir dann berichten, was es so geht. Wenn du jetzt auf einer Gartenparty eingeladen bist oder noch besser, du lädst selber ein, wie funktioniert bei dir im Kopf dieser Satz, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst? Ist das dir im Privatleben total wichtig oder sagst du, sind alle meine Freunde? Also erstmal, ich suche mir schon sehr genau aus, wen ich dann überhaupt zur Gartenparty einlade, weil ich finde es wichtig, dass wir echte Freunde haben. Mir sind echte Freunde super wichtig und das sind die, die eben auch in nicht coolen Zeiten zu einem stehen. Und ich musste leider feststellen, und die Erfahrung müssen wir wahrscheinlich alle machen, dass wenn man schlechte Zeiten hat, sich der Freundeskreis sehr, sehr stark zusammen dezimiert auf wenige Leute. Und das sind aber die, mit denen ich dann auch sehr, sehr gerne mich umgebe und für die ich Tag und Nacht da bin. Und die Gartenparty ist umso schöner, wenn man genau die Menschen dann um sich rum hat. Und das müssen dann auch keine Hunderte sein, sondern eben die richtigen, ne? Genau. Also das ist für mich auch echt so ein bisschen Lebensglück, wenn man die zusammen hat und denen sich umgeben kann. Und man muss auch gar nicht immer reden, man kann auch einfach chillen und zusammen in der Sonne liegen. Also so einen Tag, ich hatte mal mit meiner besten Freundin, wir wollten uns treffen in Bremen. Und es hat geregnet. Und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt einfach so lange, bis die Sonne scheint. Dann haben wir uns das Auto gesetzt und sind in Celle wieder rausgekommen. Wir waren noch nie in Celle, ja. Ja gut, Celle, sagen wir mal, ist auch eine interessante Stadt. Da war ich letztlich. Kann man auch hinfahren. Wir sollen hier kein Städtebashing machen. Dann aber da schien die Sonne. Das war total super. Nee, ich dachte, jetzt kommt sowas wie Venedig oder Südfrankreich. Aber nee, Celle, ja, kann man auch hinfahren. Ich sag mal so, wäre überall in Deutschland regnerisch gewesen, wäre vielleicht weitergefahren, aber so ging. Für die Unternehmer, die hier zuhören oder diejenigen, die es jetzt werden wollen, als du da im Fernsehen warst, wenn du das mal Revue passieren lassen kannst, was für junge Unternehmer wichtig ist, wann hast du, und zwar nicht in der Situation, sondern rückblickend auf alles, was du dort gemacht hast, wann hast du Ja geschrien und wann hast du Nein gesagt? Wenn wir das mal so runterbrechen können, weil ich glaube, da gibt es ein Muster. Also bei mir war es tatsächlich so, dass vielleicht auch ein bisschen weiblich, Bauchgefühl spielt eine große Rolle. Wenn ich sehe, da vorne stand ein Team oder Gründer, Gründerin, die für ihre Idee wahnsinnig gebrannt haben, die bereit waren, alles zu geben und richtig Gas zu geben,
wenn ich gemerkt habe, das ist ein Team, wo eben nicht nur der Ingenieur als der klassische Brain da irgendwo stand, sondern auf der anderen Seite auch die Vertriebssau, die bereit ist, das irgendwann in den Mann zu bringen. Also ich gemerkt habe, das Team passt zusammen, die Chemie stimmt und ich passe zu denen. Und dann im nächsten Step eben nicht nur die Vision, sondern auch das Geschäftskonzept dahinter waren für mich die Sachen, wo ich gesagt habe, cool, da habe ich Lust zu. Okay, und das war auch egal, aus welcher Branche das kommt. Also es musste nicht aus deiner Branche kommen. Naja, das war natürlich bei meiner Branche eh schwierig. Da haben die anderen es natürlich leichter gehabt. Eine Judith kann ja alles verkaufen über ihren Kanal. Das ist, dafür bewundere ich sie auch. Das macht sie mega, ja, das ist richtig cool. Und die irgendwo hat die Plattform auch einen Jochen. Ne? Genau, auch Jochen hat natürlich damals, ich war ja zu der Zeit mit Jochen Schweizer drin, hat sich das gesucht, wo er gesagt hat, das kann er über seinen eigenen Vertriebskanal pushen. Den Kanal hatte ich ja tatsächlich nicht. Mhm. Und deswegen war es für mich eigentlich auch egal, weil es kam ja keiner noch gesagt, ich habe jetzt die neueste Verpackung erfunden oder irgendein neues Produkt oder so. Und wie kann ich mir das vorstellen? Musstest du dann zu Hause anrufen oder konntest du sagen, hier die 100.000 investiere ich oder wurde da kurz nochmal Familienrat eingeholt? Nee, also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte vorher mit Sony gesprochen und habe gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht so viel investieren wie vielleicht jemand, der, weiß nicht, Ende 60 ist und schon einen riesigen Herr Maschmeyer. Weißt du, das war aber auch gar nicht meine Aufgabe, sondern für mich war es wichtig, dass ich authentisch das auch machen konnte, was ich selber machen konnte, wo ich auch gesagt habe, da bin ich bereit zu investieren, das kann ich auch mit meinem eigenen. Und deswegen konnte ich, und das muss man natürlich fairerweise auch sagen, ich hätte ja nicht so viele Deals machen können, wie zum Beispiel auch eine Judith, weil mir natürlich auch noch das Backup da im Hintergrund gefehlt hat. Dafür war ich auch gar nicht von der Größe überhaupt nicht zu vergleichen. Sondern ich habe wirklich dann auch vielleicht öfter mal hingeschaut, auch übrigens deswegen, weil wenn du aus einem Familienunternehmen kommst und du weißt, du hast 50 Mitarbeiter, du hast deine 17 Millionen Umsatz, du weißt, was ungefähr dein Unternehmen wert ist. Mhm. Und dann kommt jemand, der hat noch nicht einen Kunden und nur eine Idee und sagt, ja, meine Idee ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen wert. Dann war das für mich oft schwieriger nachzuvollziehen, weil ich auch aus einer ganz, ganz anderen Welt kam. Deswegen, also ich habe mir das immer sehr, sehr genau angeguckt, gesagt, wenn, dann auch wirklich aus Überzeugung mit der Absicht, das dann auch wirklich abzuschließen. Und da sind wir an so einem wichtigen Punkt für viele, die hier zuhören. Dieses Proof of Concept, also die Idee selber reicht ja nicht, weil davon gibt's Millionen. Ich glaube, ich fahre am Tag dreimal durch die Stadt und denke mir, oh, das habe ich mir mit 14 auch mal überlegt. Also das haben wir ja alle jeden Tag. Ne? Ja. Nur dann, du sagst es gerade, Mitarbeiter aufzubauen, das Ganze über Jahrzehnte dass es Bestand hat, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Und ich glaube, dass viele junge Leute, ich sage es einfach mal und du kannst bestätigen oder nicht, stellen sich das schon auch einfach vor. Ja, ich bestätige es vor allem, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass dieser Hype um die Startups im Moment sogar dazu führt, dass einige ihre Bewertungen total überdrehen und sich damit einem Höhenflug aussetzen, der sie dann sehr schmerzlich irgendwann zu Boden bringen wird. Mhm. Was ich schade finde, weil ich freue mich riesig, dass wir jetzt so eine Startup-Kultur haben. Wobei, weißt du selber, die knallharten Fakten sehen anders aus, ne? Die Gründerquoten sind so schlecht wie noch nie. Klar. Das ist unfassbar. In meinem Bereich genauso. Einer meiner Mentoren hat immer gesagt, Tobi, bei den Speakern und Trainern ist das so, alles, was so leicht aussieht, ist schwer, ne? Ich habe hier 15 Mitarbeiter, damit ich eine Stunde auf der Bühne stehen kann bei der Provinzial oder Deutsche Bank oder wo auch immer. Das sieht immer alles so leicht aus, ne? Nur Absolut. Was dahinter steckt, ich glaube, diese Arbeit zu tun, den Keller auszuheben, viele Jahre, das ist auch dann die Magie. Jetzt kommen wir noch einmal zu dem Thema zurück, wenn du ein paar Tipps geben kannst. Diejenigen, die du dann quasi übernommen hast, ne? Du hast ja bei einigen Deals auch gesagt, okay, da sind wir jetzt dabei. Wie ging es dann weiter? Was ist das, was du diesen Unternehmen dann gegeben hast im Nachgang, damit sie irgendwann vielleicht profitabel werden? Also erstmal war es ja so, dass du dann in die Due Diligence gehst. Mhm. Also das ist bei Höhle der Löwen üblich, dass das quasi ist so eine Art Absichtserklärung, die du gibst. Und im Nachgang kommt dann die knallharte Due Diligence, die dann ja eben in den ersten zwei Staffeln auch oft dazu geführt hat, dass häufig Deals nicht zustande kamen. Genau, das war auch Staffel in den Medien drei, so, ne? Genau, das war ab Staffel 3, 4 wurde es viel, viel besser. Mhm. Da konnten sich vor Deals fast gar nicht mehr retten, richtig cool. Aber das war in unseren ersten Staffeln tatsächlich schwierig. Was mir dort aufgefallen war, dass Gründer manchmal sich zu schade waren, auch so dieses Klinkenputzen, was wir am Anfang hatten unseres Gesprächs, Tobi. Gelbe Seiten, klingeln. Genau, lass mal klingeln, lass mal irgendjemanden anrufen, lass mal mutig sein, einfach mal probieren.
sondern die haben oft geträumt gleich von den ganz, ganz großen Konzernen und die Risiken, die damit verbunden waren, nämlich eine enorme Kapitalbindung, einen Lagerstock, den du natürlich aufbewahren musst, wo den du vorhalten musst, um dann auch dementsprechend liefern zu können, die wurden massiv unterschätzt und die kleinen Kunden, die wurden eben nicht bedient. Und ich glaube, das ist so das, wo man auch am Anfang drauf achten sollte. Es ist gerade in den ersten Schritten wichtig, sich einen Stock aufzubauen, um auch die klassischen Kosten zu decken. Und dann kann man daran arbeiten, den nächsten Schritt zu gehen. Man muss nicht gleich den ersten riesen Fisch anpeilen und alle anderen vergessen. Hast du zu einem der Startups jetzt noch eine enge Bindung, die du übernommen hast? Ja, ich habe zwischendurch telefoniere ich tatsächlich nochmal mit welchen. Wir hatten ja unser erstes, das war ja echt schade, das habe ich mit Frank gemacht. Die sind Frank tatsächlich Thelen. Dann gescheitert. Ja, den habe ich nächste Woche im Podcast. Ach, cool. Ja. Ja, das ist echt toll, was Frank macht. Also der ist ja auch für viele, dass er die mitzieht, dass er natürlich durch sein Netzwerk die auch irgendwo reinbringen kann. Und mit denen habe ich tatsächlich zwischendurch immer noch mal Kontakt, vor allem auch witzigerweise auch dann mit seinem Vater, weil der wieder bei mir in einem Unternehmen tätig ist, wo ich Aufsichtsrätin bin. Also die Welt ist sehr, sehr klein. Ja. Und es gibt immer wieder, dass einen Leute ansprechen und sagen, hast du mal eben einen Tipp für mich? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also mich freut es, dass der Kontakt gehalten wird. Gab es ein oder zwei Beispiele, wo du gesagt hast, hätte ich da jetzt mal zugeschlagen, da ist richtig was draus geworden? Lass mich überlegen. Ich muss sagen, ich bereue tatsächlich nichts groß in meiner Entscheidung. Das wäre auch falsch, weil ich glaube, alles hat seinen Grund. Da bin ich so ein bisschen esoterisch angehaucht. Ich glaube immer, wenn etwas, die eine Tür geht zu, die andere Tür geht auf und wenn man sich gegen etwas entschieden hat, hat seinen Grund, so oder so. Es gibt aber ein paar Deals, wo wir Angebote gemacht haben, die dann abgelehnt wurden. Und die sind jetzt echt gut. Und da sage ich so, shit, das hätte auch gut was werden können. Okay, jetzt hast du mir natürlich eine Steilvorlage zum Schluss noch gegeben. An was glaubst du? Du hast gerade gesagt, ich bin leicht esoterisch angehaucht. Glaubst du an Ursache und Wirkung? Glaubst du ans Universum? Glaubst du an Gott, Allah, Buddha, Engel? Was ist dein Verständnis der Welt? Das ist natürlich eine große Frage. Oh ja, jetzt brauchen wir noch eine Stunde. Ich glaube, also ich bin nicht getauft von Geburt an, habe mich 2009 sehr bewusst mit allem Möglichen vorher schon auseinandergesetzt mit der Religion und habe mich 2009 taufen lassen. Wow. Und habe sehr bewusst einen Taufspruch gewählt, der heißt, vertrau auf Gott, er wird es schon richten. Also das ist so ein bisschen auch meine Einstellung, dass ich glaube, es hat alles irgendwie seinen Grund. Auch wenn es mal richtig, richtig schlimm läuft, wirst du später irgendwann, oder ich für mich habe später immer dann erkannt, warum es so gelaufen ist. Auch wenn es in dem Moment weh tat. Ne? Aber es gibt mir ein gewisses Grundvertrauen, wo ich einfach, ich bin jetzt nicht diejenige, die in so einer irgendwie in die Kirche läuft. Das um Gottes Willen. Aber alleine so ein gewisses Grundvertrauen zu sagen, es wird schon alles, klappt alles und es hat alles seinen Grund. Und deswegen habe ich auch eine unheimliche positive Grundeinstellung. Super spannend. Ich habe einfach Bock auf Leben und das hilft mir. Super spannend, weil ich glaube, das gibt es sehr, sehr selten. Meine Frau hat sich übrigens auch erst mit Mitte 20 taufen lassen. Und das fand ich ganz spannend, weil die meisten kriegen das natürlich in der Familie quasi übergestülpt. Ja. Und wir erziehen unsere Kinder auch mit den Werten. Allerdings möchte ich denen auch die Freiheit lassen, irgendwann zu sagen, okay, das ist jetzt meine Richtung. Ne? Ich sehe uns so als Wegbegleiter. Ja. Sehr, sehr spannend. Ganz zum Ende habe ich hier eine Liste von Dingen, die die bewohnerfreie Community immer besonders spannend finden. Du darfst dir eine Zahl aussuchen zwischen 1 und 77 und dann springen wir ganz kurz in irgendein Thema. Da kann wirklich alles kommen. Also alles, alles. Aber du bist ja offen. Okay, freaky, dann nehme ich mal wir nehmen die 33. Das ist meine Schnapszahl gerade. Die 33. So. Welche Dinge stehen auf deiner Not-to-Do-Liste? Was gibt es in deinem Leben nicht? Was hat keinen Platz? Weil ich es nicht will oder weil es mich traurig macht? Also ich verstehe die Frage so, es gibt ja To-Do-Listen, Dinge, die wir machen im Leben und es gibt Not-To-Do-Listen, die einfach gar keinen Platz haben, wo wir einfach kategorisch sagen, nein, das mache ich nicht. Ach so, meinst du das? Okay. Also die Fragen sind ja zugeschickt worden, aber ich interpretiere sie so. Kategorisch nein, rechtes Gedankengut schließe ich komplett aus und entwickle gewisse Hassaggressionen.
Also alles, was ich im Moment mitkriege, und das bewegt mich sehr, das ist für mich ein totales No-Go. Gewalt gehört für mich auch dazu. Dieses Abgrenzen gegen andere, ne? Ja, Katastrophe. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich liebe unsere Freiheit, ich liebe unseren Frieden, und ich hoffe, dass wir niemals in die Situation kommen, unseren Frieden zu vermissen. Ganz stark, ja, glaube ich auch. Das ist halt auch ein großes politisches Thema, ne? Ich persönlich glaube ja, das ist so ein Zucken gerade noch, und dass die Welt eigentlich tendenziell besser wird, nicht schlechter. Also wir leben ja schon in einem Zeitraum, wo es sehr, sehr, wenn wir uns die Welt anschauen und in der Geschichte, leben wir ja in der Insel der Glückseligkeit, und gleichzeitig gibt es so viel solcher Dinge, ne? Ja, ich finde auch, dass wir im Moment eine sehr, sehr gute Zeit erleben. Nur leider habe ich einfach die Angst, wenn es einem zu gut geht, dann fängt man auch an, unruhig zu werden und schätzt nicht mehr seinen Zustand, sondern dann schaut man immer, was haben andere, und es bauen sich dann Neider auf, wo eigentlich gar keine sein müssen. Springen wir in die kurze Frage, kurze Antwortrunde ans Ende, und zwar in die vorletzte Frage davon. Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren oder der deutschsprachige Raum? Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren hoffentlich das Land sein, wo alle extrem fröhlich sind, sich super wohl fühlen und hoffentlich alle leben wollen. Wenn wir Pech haben, wird Deutschland in den nächsten 10 Jahren das Land sein, wo sich rechte Vollidioten breit gemacht haben und die Vernünftigen ihre Koffer packen. Und wenn du die Gabelung, wenn du jetzt die Linke, nicht Linke, ich habe nämlich vorhin gehört, ich kann aus der Grundschule ein wenig, die ist Linke, aber du hast ja Linke mit kurzem E. Lenke. Ja, ich bin ja mit CK. Ja, genau, Lenke. Wenn du in deine persönliche Glaskugel guckst, wie ist die Brille? Rosa-rot, hell, beschlagen? Oder tust du alles dafür, dass sie... Ich bin total positiv, bin ein positiver Mensch, und ich glaube, wir alle als Gesellschaft können dafür sorgen, dass es auch so positiv bleibt und dass wir unsere helle Brille wieder auf rosa-rot polieren. Aber da ist jeder Einzelne von uns gefragt. Das können weder Politiker alleine, noch kann das Tobi alleine, indem du Menschen motivierst, aber wir beiden können dazu aufrufen, dass wir das gemeinsam machen. Und ich glaube, dann kriegen wir es als Gesellschaft auch hin. Sehr cool. Geld ist? Geld ist, ich würde sagen, für viele Visionen und Träume tatsächlich der Anfang. Geld alleine hilft aber auch nicht, wenn du nicht gesund bist. Und deswegen ist Geld nur zweitrangig. Persönlich wachse ich, indem ich mir für nichts zu schade bin, alles mitmache, alles ausprobiere, mit vielen Menschen rede und von jeder Erfahrung was mitnehme. Und der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Hab keine Angst, sei mutig, komm, und du wirst sehen, warum du da bist. Und die allerletzte, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Oh, ich habe so viele schöne Orte, Tobi. El Arenal. El Arenal, nein, das ist natürlich nicht der schönste Ort, aber für mich sind ganz viele Orte mega schön. Was das Entscheidende ist für mich, ist, mit wem ich an diesen Orten war. Und der schönste Ort ist nichts, wenn du nicht mit einer Person da bist, die dir den Ort zum Schönsten hat machen werden lassen. Und ich glaube, auch so eine Eckkneipe kann richtig, richtig schön sein. Muss nicht immer Malediven sein. Was schön. Hör mal. Jetzt oder? Mit diesem Satz können wir, glaube ich, alle hier in dieser Folge entlassen. Wenn ihr mehr hören wollt von dieser großartigen Frau, wenn ihr ihre politische Richtung noch besser verstehen wollt, was ist dein Einfallstor? Wie können Menschen dich, also außer, dass du natürlich jetzt mit allen telefonierst, aber wie... Super gern, ruft an. Genau, wie können Menschen am besten dich verfolgen? Instagram, Facebook? Ja. Insta geht super, Facebook geht super. Ich habe nur eine Geschichte, Tobi. Darf ich noch einen Wunsch äußern? Gerne, sehr, sehr gerne. Ich möchte deinen Zuhörern eine Aufgabe geben, wenn ich darf. Sehr gerne. Cool. Und zwar würde ich mir von euch wünschen, dass ihr einen Menschen anruft, den ihr ewig nicht, bei dem ihr euch ewig nicht gemeldet habt, wo irgendwas offen ist und wo man sich eigentlich schon schämt dafür, dass man sich so lange nicht mehr gemeldet hat. Und ich glaube, das Feedback wird gigantisch positiv sein, und es ist eine Riesenüberwindung. Ich weiß, wie hart das ist, weil mir rutschen manchmal auch Personen durch.
Und ich weiß jedes Mal, sage ich, oh, ich traue mich nicht mehr da anzurufen. Und wenn man es macht, ist das Feedback gigantisch. Und deswegen die große Bitte an euch, sucht euch einen raus, ruft den oder die an. Und wenn es eine coole Story ist, schreibt sie mir. Ich würde mich mega freuen. Wow, als könntest du Gedanken lesen. Ich habe letzte Woche diesen Anruf getan und das ist der Grund, warum ich nach unserem Telefonat jetzt nach Köln fahre und ein Gespräch suche mit jemandem, mit dem ich jahrelang nicht gesprochen habe, weil ich gerade genau das nicht möchte. Also eine bessere Überleitung hättest du nicht finden können. Und ich sag dir ganz herzlich Dankeschön. Sag allen, die ihr zugehört haben, Dankeschön. Seid so lieb, bewertet diese Folge wieder bei iTunes oder wo ihr das gerade auch hört. Wir wünschen euch eine bewohnerfreie Woche. Macht das Beste raus und alle weiteren Folgen findet ihr bei den bekannten Kanälen oder sogar bei der Lufthansa im Bordprogramm. Alles Liebe, tschüss und danke für deine Zeit. Danke dir, alles Liebe.